Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei RPF Travel. Heute bin ich da beim Martin. Das ist der Philipp. Genau, der schaut unsere anderen Folgen, wie ihr seht. Ja. Wir stehen da von Martin sein LT, der ist ein bisschen höher als unserer. Das ist ein 4x4, oder? Ein 4x4, LT, Baujahr 88, 102 PS Maschine. Super. Ist höher gelegt ein bisschen. Genau, das Auto zeigen wir euch dann das nächste Mal. Heute sind wir da, weil du den Motor auswechseln willst, glaube ich. Ja, wir bauen heute und nur ein paar andere Tage einmal den Motor um. Das grundsätzliche Problem ist das, wie wir es alle kennen, von der LT-Fahrer halt, dass das ziemlich lärmintensiv ist. Ja. Und du kannst dämmern und machen, was du willst eigentlich, das wird fast nicht weniger. Ja. Das Leiden, ja. Ja, und jetzt ist eben der Motor drin von Baujahr 88 mit keine Hydrosteißeln. Und jetzt haben wir endlich gefunden, eben einen TV mit Hydrosteißeln. Mhm. Und den werden wir da jetzt einbauen und dann wird das hoffentlich im weitesten Sinne leiser werden. Ja. Obwohl wir eh schon die Motor dämmen und alles und so, aber es ist interessant. Und 200 Fuß kannst du nicht mehr reden. Oder? Ja, das ist klar. Das ist klar. Ja, und was auch ganz interessant ist, der Martin hat das vor, groß das immer Alleingang zu machen. Er hat das schon zweimal gemacht. Genau. Ja, und wir werden ihm da ein bisschen zuschauen. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Passt. Normalerweise hängt der so Vierungsschlag da an, dass der Pech hast, wenn es hieß. Und das ist jetzt vom Mercedes, glaube ich, oder? Das ist vom 500er Kopf. Servus, sieh ich es erst. Ich habe ja auch noch Viere. Was? Vier Schrauben. Ich meine, vorhin habe ich gar keinen Kader mehr. Das ist das erste, aber so super schnell auch so viel haben, oder? Ja, so ein rundum und Servus. Aber du brauchst eine Vorderachse, das ist ganz wichtig, dass du das ganze Zeug anlegen kannst. Ah, okay, ja, na stimmt. Bei mir liegt es immer am Bogen. Scheiß wichtig ist eigentlich, wo ich auch später drauf komme, dass man da wirklich die Originalschrauben nimmt. Okay. Weil das 10 Punkte einer sind mit einem Feingewind. Und ich habe schon ein paar gesehen, die was einfach normale Nitrat haben. Mhm. Und die sind weggegangen. Na super. Die sind einfach weggerinnt. Okay, ja, das ist dann gefährlich. Sicher nicht lustig. Nein, das ist sicher nicht lustig. Dass du irgendwo stehst und die Kalabön hängt da oben. Beim Stehen geht's noch so, aber hinten beim Fahren ist es richtig Arsch. Wenn es zu schlanger fängt. Du riechst praktisch deinen Werkstatthelfer her. So ist es. Meinen Assistenten. Wahnsinn, hast du schon gesehen? Der Assistent ist gut ausgerüstet. Ja. Starthilfe für Auto und Mechaniker. Für die Engine-Maschine. Genau. Don't you care about what people have to say? Let's do whatever, do it anyway. So come with me, are you being shy? Some call me crazy, but it's alright. Cause you, here's what we gon' do. Take it to the limit, there's no other way. And you, with you by my side, dive into the ocean, let me be your guide. I don't mind. This is
praktisch genau zwischen Ölfilter und Aufnahme eingeschraubt, oder? Genau. Zwischen Wärmetauscher und Ölfilter quasi. Ne? Und was ist das da? Das? Vorhin, ja. Das ist der Öldruckgeber. Ah. Okay. Und das ist Öltemperatur. Drauf, okay. Alles klar. Wo ich da was gelernt hätte. Wie du was gelernt hast. Und hast du noch so einen seltsamen Adapter, den du da drauf schaffst dann noch. Den schaffst du dann quasi da rein. Mit dem mit, ne? Wo normal der Ölfilter geschraubt ist praktisch. Ja. Das nächste Öl, Servoöl, juhu. Spezialität vom LT, kennen eh schon alle, Motor zwischen den Sitzen. Das ist halt der Nachteil, wenn man den Motor im Wohnraum fast hat. Ja. Siehst du, da greift der Tempomat her, ne? Ah, okay. Da greift er praktisch mit der Unterdruckdose da auf den Gaszug irgendwie, oder? Genau, auf den Gaszug, ja. Alter, mit dem Flansch habe ich auch was mitgemacht. Bist du deppert? Den habe ich dreimal getauscht. Warum? Weil original, halt original, so wie es einmal war, ja, ist da einer oben aus Plastik. Mhm. Ja, zeig ich dir dann. Habe ich einen Nachbar eingebaut als erstes, ja? Der hat sich verbogen. Ja? Durch die Hitze hat er sich verbogen. Ja? Das Krone, da hinten beim Kopf. Ne? Achso, okay, ja. Mhm. Genau. Dann den habe ich mir gedacht, Alter, bin ich gescheiter. Kaufe einen originalen Scheiß auf die 20 oder was nicht. Der Original hat genauso ausgeschaut. Dann habe ich Gott sei Dank irgendwo so ein Ding gefunden. So ein Aluflansch. An der passt und der ein bisschen mehr aushält. Ja. Don't you care about what people have to say? Let's do whatever, we'll do it anyway. So come with me, are you being shy? Some call me crazy, but it's alright. Cause ooh, here's what we gon' do. Komm mal gut dazu, gell? Ja. Das ist gut noch. Auf der Autobahn, strömenden Regen und Schraubzeuger machen. Geht alles. Na, grundsätzlich muss ich sagen, die einzige Schraube, ja, was ich da wirklich gefunden habe, wo ich schon fast ein bisschen verzweifelt habe, ja, war die oben mit dem Bügel da, ja, wo der Ding da angeschraubt ist, ja, bei der Lichtmaschine. Aber es hat dann einen Geistesblitz gegeben und ich habe die Mutter dann hinten abgeschwast. Ah. Aha, brauchst du nicht mehr gegenhalten, gell? Ja, sicher, aber da kommst du mit dem 13er, weiß ich nicht, du musst 7 hinter haben. Ja, nein, das ist dann nicht so schlecht, ja. Take it to the limit, there's no other way. And you, with you by my side, dive into the ocean, let me be your guide. If tonight never comes again, I don't mind. This is not the end. Du brauchst mindestens einmal 4 Spanngurte oder 5. Das da oben muss da drauf. Das da oben muss da oben. Genau. Das hätte ich mir wahrscheinlich auch zutrauen, so Triebe ausbauen auf der Autobahn. Ja, wobei, ich hab schon ausgebaut, wie unten gestanden ist. Das geht ohne Probleme, das kannst du da auch ausbauen. Das heißt, das ist die Vorrichtung vom Motor. Das ist die Vorrichtung. Ja, Depper darf es sein, musst du was zu helfen ist. Ja. So, jetzt sieht es nicht aus, wenn man hektisch wird und hudelt, oder? Ha? Wenn man da jetzt hudeln anfängt, das zahlt sich nicht aus. Nein, dann geht's Kabel suchen.